Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es natürlich weiter mit Modelleisenbahn. Ankaufvideos haben wir jetzt genug gemacht. Erstmal, jetzt kommt erstmal wieder Modelleisenbahn von mir. Und da seht ihr natürlich, was ich gemacht habe. Unter anderem 4 Meter langen Tunnel habe ich gebaut. Dann hier drüben, wo die Abstellung war, da ist noch Eisenbahn oval entstanden. Neue Züge sind dazu gekommen, die zeige ich euch natürlich. Auch ein besonderer Zug für mich, den man nicht so oft bekommt, muss man ganz klar dazu sagen. Und bin froh, dass ich den mir ersteigern konnte oder kaufen konnte bei eBay. Ich habe ja bei zum Beispiel bei eBay so eine Suchdingsfunktion, wo ich Suchfunktion, so eine ja, gespeicherte Liste, also ja, mit Artikelnummern drin. Und sobald da was Neues drin ist, ploppt das auf. Und es war in dem Fall soweit. Und ja, habe ich einen tollen Zug mir gekauft. Ja, ansonsten habe ich hier noch im Haus rumgewuselt. Ich habe die Treppe modernisiert. Das seht ihr auch gleich noch im Video. Und ja, was haben wir noch gemacht? Achso, jede Menge Stadthäuser sind auch gekommen. Ja, also das seht ihr natürlich auch hier. Also hat wirklich viel getan in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen. Naja, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß. So ihr Lieben, ich fange heute mal an mit dem Tunnelbauen, mit dem 4 Meter langen Tunnel, um genau zu sein. Ich habe schon mal alles provisorisch hingelegt, Tunnelportale stehen da und ja, passende Pfeilerchen habe ich schon alles gesägt. Da sind die 2 Bretter, die dann oben drauf kommen, wo Lilly gerade drauf sitzt. Gell Lilly? Die spielt gerade mit dem Flummi, die liebt Flummi, spielen über alles. Gell Lilly? Gelle? Wo ist der Flummi? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er, guck hier. Ah, blöd. Jetzt ist er genau unter die Verpackung. Wo? Ja, man sieht, dass da ein bisschen schepp ist, der Boden. Egal. Lilly? Gut, bauen wir weiter. Ja, also, wie gesagt, provisorisch liegt schon mal alles da. Und jetzt baue ich das erste Mal und dann wird das innen alles noch angepinselt. Schotter habe ich noch keinen da, das muss ich dann auch noch schottern, aber gut, es wird. Ja, der erste Schritt ist gemacht, wobei der ja schon ein bisschen größer ist, der Schritt. Ich krabbel mal gerade auf die Anlage drauf, so sieht das dann aus, ja, wie so ein Tunnel. Ich habe hier unten mal wie so Kanten dran gemacht. Das Ganze werde ich komplett jetzt grau anmalen. Und also die komplette Seite und ein bisschen unten der Boden. Und der Rest wird ja dann eh geschottert. Natürlich muss ich die Geraden noch mal ein bisschen ausrichten. Die sind ein bisschen wellig noch. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. So. Ja, und Farbe habe ich schon da. Werde ich das Ganze jetzt mal anpinseln. Und hier davor müsst ihr euch vorstellen, also im Prinzip hier vor der Platte, kompletto, ist dann eine Plexiglasscheibe von meinem alten Bahnhof noch. Und davor ist Bahnsteig und oben drüber überlappt noch die Platte, also die da, überlappt da noch drüber. Und so habe ich meinen ersten Bahnsteig im Prinzip dann schon fertig. Im Prinzip, ja, dauert natürlich noch wie sie. Aber ich will ja von hinten nach vorne anfangen zu bauen, weil sonst komme ich ja dann nicht mehr hin gut dran. Also kommt man schon, aber ist halt ein bisschen umständlich. Ja, aber jetzt erstmal grau anmalen. Und wenn das grau angemalt ist, dann lege ich schon mal die Deckel oben drauf. Die muss ich natürlich dann auch ein bisschen befestigen, weil 100% gerade kriegt man die Bretter leider nie. Ja, also immer irgendwie ein bisschen leicht verzogen. Und die werden dann da oben drauf fixiert, aber auch so, dass ich dann trotzdem nochmal, wenn den Zug unten drin steht, das abnehmen kann und das Ganze dann, beziehungsweise den Zug dann rausbekomme, wenn er irgendwo stehen bleiben sollte oder entgleisen sollte oder wie auch immer. Jo, mit Pinseln bin ich fertig. Ja, also ich habe hier ganz normale Wandfarbe, die haben wir noch von der unteren Ebene. Etage übrig und warum soll ich die nicht verwenden? Und ja, jetzt habe ich das beidseitig innen grau gestrichen, genau neben die Schienen lang.
und der Rest innen wird geschottert, wenn die Schienen dann mal richtig 100% gerade sind. Ja, komplett bis vor gestrichen, die Tunnelportale innen auch grau gestrichen in demselben Ton. Ja, und jetzt warte ich ein paar Minuten und dann mache ich mal den Deckel drauf. Dann könnt ihr das euch auch besser vorstellen, wie das aussehen könnte. Ja, und dann schaue ich mal, was ich an Stadthäusern noch da habe, die ich hier verwenden kann. Ein paar habe ich ja da. Ich habe ja auch noch welche in der Kiste drin. Und dann schaue ich mal, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Ja, aber soweit bin ich jetzt mal zufrieden. So habe ich mir das vorgestellt und kann unabhängig vom schönen großen Bahnhof trotzdem schöne Stadt generieren. Eben obendrauf wird natürlich landschaftlich dann auch ein bisschen noch begrünt. Jetzt sieht es relativ schmal aus, aber wenn das Brett oben drauf ist, ist es natürlich deutlich breiter. Dann werden die Häuser hinten an die Wand kommen. Dann wird davor Straße, Gehweg, Laternen und was auch immer alles hinkommen. Was man halt so dahin macht. Jo, ne? Dann will ich den jetzt mal trocken lassen. Dann lege ich die Bretter drauf, suche ein paar Häuser raus und dann sieht das hoffentlich schon wieder ganz anders aus. So, unsere Lilli Maus ist wieder da und spielt. Gelle? Lilli spielt wieder schön. Ja, die liebt das einfach bei mir zu sein. Ja, so, ich habe mal die Platten oben drauf gelegt, die Bretter. So sieht das Ganze aus. So sieht das erstmal mit nur ein paar Häusern aus. Ich packe jetzt mal den Häuserkram aus, den ich habe. Und stelle mal alles, was ich so da habe und passen könnte, da oben drauf. Mal gucken, wie es dann aussieht. Aber man sieht halt schon, es ist breiter, als man vorher gedacht hat. Ja, die Häuser passen super drauf. Ich kann eine schöne breite Straße davor machen und habe dann immer noch die Möglichkeit, davor einen Grünstreifen zu machen. Was auch immer halt. Ja, also ich glaube, das kann dann ganz gut aussehen. Hier hinten zum Ausklang werde ich so ein bisschen, ja, so wie so, ja, ich nenne es mal Andeutung von Hügel machen, damit das nicht so abgehackt aussieht an beiden Enden. Und ja, im Prinzip ist das hier schon die Kante dann, das Bahnhofsdach. Ja, so wird das werden. Und unten Bahnsteig, dahinter die Plexiglas, drunter als Abschluss, wird auch nicht über die komplette Länge gehen, sondern eher 2 Meter lang. Und der Rest wird dann einfach mit so Mauerplatten, ich halte es alles da oben hin, also 2 Meter ungefähr, so die 3 Klötze müsst ihr euch vorstellen, so lang ist das ungefähr. Und dann daneben kommt dann halt Mauerplatte hin. Mal gucken, was ich da finde, was ich da hin mache, was mir gut gefällt. Unsere Lilly ist gerade volle Lotte aus dem Zimmer rausgefetzt. Ja, also suche ich mal Häuserchen raus und stelle mal drauf und zeige euch das gleich mal, wie das mit zumindest den Häusern aussieht, was ich da habe. So, ein bisschen was hat sich hier noch getan, denn ich habe hier noch von meinem alten Hauptbahnhof Katzenfeld die Rückwände, die waren ja oben an dem ICE Bahnsteig gewesen. Die habe ich wieder verwendet, ja, und bilden den Zugang zum Bahnhof. Ich meine, klar, dahinter ist der Tunnel und die Gleise, aber das spielt ja keine Rolle. Man kann ja die Fantasie freien Lauf lassen und ist ein unterirdischer Bahnhof, der dann oben drüber in der Stadt erreichbar ist. Da will ich vielleicht auch noch so ein, ja, Bahnhofsgebäude, wie auch immer, hinzimmern, so dass man da zu dem Bahnhof kommt. Bahnsteige sind auch schon gemacht, die sind auch diesmal höher, um genau zu sein 2 Zentimeter hoch. Dann haben die exakten Abschluss mit den meisten Reisezügen, also für die Türen, also ebenerdig. Bei manchen Zügen ist es allerdings auch etwas zu hoch, aber das in der Realität genauso, zum Beispiel bei uns im Bahnhof Friedberg, wenn ich da mit meinem Zug anhalte, dann geht es im Prinzip eine Stufe nach unten, also vom Bahnsteig eine Stufe runter in den Zug rein, so muss man sich das vorstellen. Also wie gesagt, für die Reisezugwagen, wie zum Beispiel so ein
So ein Intercity-Wagen ist es ebenerdig und auch für ein ICE oder auch für so einen Nahverkehrszug hier, so ein Rotling, ja, da geht es auch gut. Aber ja, wie so ein GTW oder so ein Lindwasser, da muss man halt im Prinzip eine Stufe runtergehen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ihr Lieben, ich bin wieder hier am Basteln und Wuseln und mache unsere Treppe schön. Ja, und wer ist wieder mit dabei? Natürlich unsere haarigen Freunde. Gell, Lilly? Lilly? Da guckst du, gell? Ja, und ja, und hoffe, dass die Treppe im Endeffekt schön aussehen wird, die ich hier mache. Das hat jetzt auch ganz schön wieder Arbeit und Zeit gekostet, aber ich bin in den letzten Zügen, könnte man sagen, ja. Deswegen, ja, ich busel jetzt mal hier fertig, hänge euch noch mal ein Bild an, wie die Treppe vorher aussah und wie sie fertig aussieht. Ne? Also, so ihr Lieben, Treppe ist fertig, links liegt noch ein bisschen Silikon rum und so weiter, aber die Treppe ist fertig und ich denke, ihr habt ja gerade das Bild gesehen, im Vergleich zum Vorher ist es halt, denke ich mal, schon das Ganze moderner geworden. Ja, also ich denke, es kann sich sehen lassen, aber könnt ihr mir glauben, das war eine heidene Arbeit, das alles ordentlich zu verlegen, gerade hier in den Ecken, das ist ja alles nicht rechtwinklig und so weiter und das alles so anzupassen, dass wirklich halt exakt passt. Das ist gar nicht so einfach, aber hat gut funktioniert und bin ganz happy, dass es richtig schön geworden ist. Natürlich bin ich kein Profi-Handwerker und gibt auch hier und da mal eine kleine Ecke, was vielleicht nicht perfekt geworden ist, aber nichtsdestotrotz bin ich absolut damit zufrieden. Ja, schick und modern, meiner Frau gefällt es und das ist das Wichtigste. Genau, das Ganze habe ich halt mit PVC-Belag belegt. Da sagt vielleicht der eine oder andere jetzt, kannst du nicht auf die Treppe machen und so weiter. Klar, geht alles. Man muss nur wollen. Ja, und klar könnte man jetzt sagen, ja, das hält jetzt nicht die nächsten 20, 30 Jahre. Ja, das werden wir sehen. Ist auch egal. Gut, jetzt sind wir auch hier oben im MOBA-Zimmer und da zeige ich euch noch, was sich getan hat. Denn es sind ganz, ganz viele Häuser noch gekommen. Da muss ich sagen, herzliches Dankeschön an die verschiedenen Leute, die mir zugeschickt haben. Ja, der eine oder andere guckt natürlich auch meine Videos an. Weiß jetzt nicht, ob ich Namen sagen kann, ist auch egal. Auf jeden Fall herzliches Dankeschön an euch, jeden Einzelnen, der mir Häuser zugeschickt hat. Wobei ich halt wirklich ganz viele Häuser von einem abgekauft habe, der, glaube ich, nicht meine Videos schaut. Ja, trotzdem danke für eure Antworten und eure Mails und so weiter. Ja. Ja, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen lebendiger aus, das Ganze. Ob das natürlich final so bleibt, das wird sich noch zeigen. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir schon mal ganz gut. Ich bin halt noch am Überlegen, ob ich halt noch ein Parkhaus oder sowas da oben hinsetze. Das muss ich mal schauen, wirken lassen. Auf jeden Fall, so sieht es schon mal ganz gut aus. Ich habe jetzt auch zum Beispiel meinen alten Hintergrund rausgekramt. Den werde ich vielleicht so hier hinten noch hinsetzen, ja, mit der Betonmauer, mit dem Graffiti dran, was ich ja vorher auf der alten Anlage hatte. Aber den Hintergrund muss ich halt ein bisschen anpassen, weil das passt ja nicht zu den Wolken dahinter. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Also weiß ich jetzt noch nicht. Entweder oben den Wolkenhintergrund abschneiden, dass das Brett wieder genau bündig ist. Ja, entweder das oder ja, oder halt den Hintergrund so ausschneiden, dass ich das Ganze quasi hier so alles wegschneide, also den ganzen Himmel wegschneide. Da wird natürlich die eine oder andere Baumkrone auch wegfallen, weil so 100% kriegt man das natürlich nicht hin. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr machen würdet. Quasi den Wolkenhintergrund oder den Himmel von dem Hintergrund abschneiden. Also wie gesagt, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie ich gezeigt habe, hier oben das an der Kante abschneidet, überall, ne? Und das komplett halt rüber. Natürlich das Hochhaus wird nicht abgeschnitten da hinten,
Aber dann könnte man das schön einfügen und hat dann wirklich eine Erweiterung von der Landschaft, von dem städtischen Gebäuden. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Na? Ja, hier oben beim Bahnhof, da habe ich noch eine Idee. Mal gucken, wie ich das umsetze und realisiere. Weil ich wollte das natürlich auch ein bisschen zum unten, ist ja modern. Und oben wollte ich natürlich auch den Bahnhof so ein bisschen modern machen. Trotzdem sage ich mal in dem, ja, den alten Stil im Prinzip, was ihr da seht. Oder beziehungsweise ein Gebäude, was ihr da schon seht. Das integrieren, also aus alt und neu so eine Kombination machen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Mal schauen, wie das wird. Ja, und auf der anderen Seite im Prinzip genau dasselbe mit dem Hintergrund. Das heißt auch anpassen, ja, und auch mit der Graffiti-Mauer da stehen lassen. Ich glaube, das wirkt dann ganz gut auf jeden Fall. Jo, ansonsten hat sich hier drüben noch einiges getan. Da habe ich hier noch ein bisschen was gebaut. Ja, genau hier so eine, ja, im Prinzip Kleinstadtbahnhof. Ja. Ja, das wird im Prinzip ein komplett eigener Kreis, nenne ich es jetzt einfach mal, werden. Ja, aber natürlich trotzdem eine Verbindung an die Hauptanlage. Da geht dann hier die Weiche, die geht dann hier so rum. Hoppla, hier so auf dem Brett. Und wo ist mein Finger? Da. Und geht dann hier quasi an diesen Kreis, der dann ja hier lang geht. Und dann drüben in den Bahnhof. Und da habe ich natürlich alle Möglichkeiten, auf jedes Gleis zu wechseln. Ja, also denke, das wird auch ganz gut werden. Hier habe ich auch schon den Wolkenhintergrund hingemacht. Den hatte ich ja noch übrig und passt natürlich perfekt an die Schrankrückseite. Genau, genauso auch wie die Relief- oder Reliefhäuser. Das passt auch perfekt eigentlich von der Höhe genau dahin. Ja, dann kommt hier natürlich noch Bahnsteig alles hin. Ja, auch hier Bahnsteig. Übrigens, das Löckchen ist auch neu. Die habe ich mir gegönnt. Ich habe ja die alte Lok von Fleischmann, die blaue, gehabt. Also dieselbe Ausführung, die 212er. Aber ich wollte einfach mal was Neues, Modernes haben, weil liegt natürlich daran, die alten Fleischmann-Loks, die sind an sich analog unkaputtbar. Die fahren und fahren und fahren. Bei digital sieht es ein bisschen anders da aus. Und hat mich halt immer genervt, wenn du eine Lok hast, hast Bock mit der zu fahren. Und die hat dann erstmal Anlaufschwierigkeiten und du musst erstmal ein bisschen einfahren. Und bei so einer neuen Lok ist das natürlich nicht der Fall und läuft natürlich richtig, richtig gut. Na, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, ansonsten gibt es dann hier Abstellung. Hier ist im Prinzip dann die Tankstelle. Na, hier ist noch ein bisschen von der bisschen Industrie quasi. Ja, Lidl, da ist die Disco, hier ist dann noch so ein, ja, Händler, was auch immer das geben wird. Und dann wird hier davor ein bisschen Landschaft entstehen. Vielleicht noch eine Straße und dann Landschaft. Genau, die Straße hier vorbei. Ja, das ergibt sich dann. Und damit das natürlich auch nicht so blöd aussieht hier mit dem Kreis, wird es, mal gucken, auf jeden Fall eine Erhöhung geben in der Burg. Vielleicht ein bisschen Tunnel mit dabei, damit das nicht so aussieht wie so ein Knochen oder Hundeknochen. Und genau dasselbe gegebenenfalls hier. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall gibt es da noch schöne Brücke gibt es da, zwei Teile habe ich schon, der Rest wird auch noch Brücke gemacht und dann werde ich das landschaftlich gestalten, wie es halt passt. Ja, ne? Also von daher, ich glaube, sind wir doch schon wieder ganz gut vorangekommen und mal schauen, was sich als nächstes so ergibt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich glaube, es wird. Ja, währenddessen der Talent 2 in dem Bewegdesign seine ersten Runden dreht. Den habe ich ja auch vor ein paar Monaten gekauft, aber jetzt erst in Betrieb genommen. Also wirklich ein schöner Zug. Sehr schön. Also das Design gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ja, ist heute noch ein 2 dazu gekommen für mich. Ganz neu. Also neu ist er nicht, gebraucht, aber für mich neu. Und wirklich selten zu bekommen. Und zwar von der Firma Lilliput. Ein Flirt. Im Cantus Design. Die Firma Cantus gehört ja auch zu meinen Arbeitgebern mit dazu, zur Hessischen Landesbahn. Aber das war nicht ausschlaggebender Grund, sondern weil mir das Design von den Flirt-Modellen am besten gefallen hat. Gibt es ja eine unterschiedliche Ausführung von der DB und so weiter. Und der hier in, von Lilliput ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu bekommen, quasi in dem Design. Wirklich sehr selten.
Und wenn, dann wird er zu richtig hohen Preisen gehandelt. Und ich habe Glück gehabt und habe jetzt 380 Euro bezahlt. Aber er soll schon digital mit Sound sein. Also da bin ich mal überrascht. Und wenn das wirklich so ist mit Sound, dann habe ich wirklich einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Beziehungsweise eigentlich kann man sagen, Schnäppchen gemacht. Und ja, den gleisen wir jetzt mal auf und programmieren den mal und dann hoffen wir mal, dass der funktioniert. So, da steht er. Der Zug ausgepackt, vierteilig. Und er ist tatsächlich digital mit Sound, Innenbeleuchtung, allen Pipapo mit drin. Und das Ganze für 380 Euro. Ich denke, da kann man wirklich nicht meckern. Und man hat einen tollen Zug und vor allen Dingen einen sehr seltenen Zug. Also den wirklich zu bekommen, wenn man den sucht, Voraussetzung natürlich, ist die Nadel im Heuhaufen. Ja, also das ist schon krass. Ja, jetzt habe ich erstmal alle Tablets auf den aktuellen Stand gebracht. Das heißt, auf jedem Tablet ist jetzt dieselbe Software drauf, dieselben Züge, ne? Also dasselbe Layout von der Platte, wobei ich habe da erst angefangen vom Schienekreis. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir mal losfahren hier den Zug. Ne? So, ich sage mal 5. Geht sogar. So, und dann würde ich sagen, Attacke. Ob er sich jetzt wirklich so richtig anhört, naja, sei mal hingestellt, aber egal. So, lassen wir auch mal losfahren. So, also das sind meine Neuzugänge. So. Und unsere Lilly ist natürlich auch wieder mit dabei. Und der passt das gar nicht. Die ist schon wieder sehr aggro heute unterwegs. Ja. Mal gucken, wie sie jetzt wieder reagiert. Lilly, Achtung! So. Also der passt das immer gar nicht. Und die faucht die Züge an. Mal gucken, was jetzt mal. Jetzt zeige ich aber erstmal schnell euch den Flirt Cantus. So. Also Lilly hat gefaucht. Jetzt fahren wir den Zug mal hinterher. Wir laufen den mal hinterher. Und dann schauen wir mal, was die Lilly jetzt bei dem Zug macht hier. Ja, sehr schön. So, Achtung, Lilly achten. Oh, ist ja ganz entspannt. Ja. Gut. Aber ich habe noch ein paar neue Wagen gekauft. Zeige ich euch gerade mal. Ich lasse mal gerade den Zug losfahren. Ich hoffe, er fährt. Flock, er fährt. Ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Ja, die Lok hat normal auch Sound, aber das habe ich noch nicht eingestellt. Lilly, lass die Wagen gehen. Lilly. Lilly, lass es. Lass es. Achtung, Lilly beobachten. Ganz entspannt. Na, jedenfalls habe ich noch von Rocco mir 4 Wagensets gekauft. Also 4 zweiteilige Wagensets. Also jetzt insgesamt 8-teilig. Ja. Und zwar von der Firma Eco Rail, weil ich auch die Lok schon hatte, die Ludmilla. Und die Wagen fand ich schon immer schön. Jetzt habe ich die auch zum, naja, relativ guten Preis bekommen. Aber sind jetzt 8 Stück. Ja, ich glaube auch, wenn ich da nochmal 8 Stück dranhänge habe, sieht das richtig gut aus. Ja. Ja. So, jetzt kommt nochmal der Talent hier angefahren, Talent 2. Lilly guckt natürlich auch wieder ganz gespannt. Gell, Lilly? Ja, Lilly? Gell? Schön die Züge gehen lassen, Lilly. Gell? Und ab in den Tunnel. Ja, aber du hast ja jetzt gemerkt, der macht nichts. So, jetzt kommt nochmal der Cantus an, der Flirt. Und ja, also muss sagen, wirklich ein richtig toller Zug. Bin froh, dass ich den jetzt bei mir im Sortiment habe. Schön.
Ihr Lieben, hat sich doch schon wieder einiges getan hier bei mir an der Modellbahn. Nochmal herzlichen Dank an alle, die natürlich im letzten Video sehr interessiert meinen Ankauf angeschaut haben und natürlich auch fleißig sich gemeldet haben bei mir. Und hoffentlich alle zufrieden sind mit den Dingen, die sie bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist meine Anlage wieder dran. Und wie gerade schon gesagt, es hat sich ja einiges getan wieder. Es sind ganz viele Stadthäuser da, neue Züge sind da, hier drüben die Anlage, da hat sich was getan beim Bauen. Neue Lok, zwei neue Züge dabei, neue Wagen, also wirklich ganze Menge wieder, was dazugekommen ist. Ja, jetzt schauen wir weiter, was ich als nächstes bauen werde. Ich denke, hier drüben wird es weitergehen, ja. Da habe ich nämlich richtig Lust drauf, da was weiterzubauen. Ein paar Sachen sind auch schon bestellt für hier drüben. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Falls der eine oder andere noch ein Parkhaus rumfliegen hat von der Firma Vollmer. Ich glaube, das hätte ich schon ganz gerne hier oben mit eingebaut. Ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, das ist nicht verkehrt bei einem Bauchbahnhof, so ein schönes Parkhaus noch daneben zu setzen. Ja. Also vielleicht habt ihr ja eins rumliegen oder so und braucht es nicht mehr. Am besten auch zusammengebaut. Ich habe gerade keine Lust, Bausätze zusammenzukleben und zu basteln. Ja, klar, wenn es Teile abgefallen sind, dran kleben, ist ja nicht das Ding. Jo, dann würde ich sagen, ja, wünsche ich euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Teil hier bei mir an der Modellbahn. Ich schätze mal auch wieder so 14 Tagen. Wir sind ja im Haus jetzt wirklich so gut wie durch. Also wir sind wirklich, wirklich gut dabei und sind sehr gut fertig geworden. Wir hoffen jetzt nur noch, dass das Gras sprießt quasi im Garten. Ja, es fängt, also es hat ja schon angefangen, aber es muss halt flächendeckend gleichmäßig natürlich sein. Und dann, ja, dann sind wir happy und dann können wir endlich Einweihungsparty machen. Das wollten wir eh die ganze Zeit schon machen, das haben wir auch geplant. Aber wir wollten unbedingt natürlich, wenn die ganzen Leute kommen, natürlich was Schickes präsentieren und kein Urwald und kein Dschungel, wie ihr im letzten Video gesehen habt, beziehungsweise im vorletzten Video. Deswegen, ja. Ja, Lilly. So, die Lilly würde ich nämlich auch noch Tschüss sagen. Lilly, komm her. Lilly. Lilly. Okay, gut, dann zeige ich euch kurz die Lilly und dann machen wir Schluss. So, Lilly, wo bist du? Wo bist du? Da ist sie. So, da ist Lilly noch. So, Lilly, sag Tschüss. Gell? Hier, du. Ja, so, also würde ich sagen, bis die Tage, euer Björn, schönes Wochenende. Ciao, ciao.